zusammen. Hier ist wieder Crazy Woodard und heute mit dem sogenannten Millennium-Video. Ich habe jetzt den 1000. Abonnenten in meinem Account und da war ich also sehr froh drüber und wollte ganz gerne hier mal einen persönlichen Dank loslassen für alle, die mich da treu abonniert haben. Und als kleines Dankeschön gibt es jetzt in den nächsten Wochen ein kleines, soll man sagen, Millennium-Video-Programm, wo ich mir die wichtigsten Sachen zusammengeschrieben oder zusammengefilmt habe, die euch interessiert haben. Also viele, viele Menschen haben mich gefragt, wie das mit dem Färben funktioniert, wie ich also ein schönes Stück Holz einfärbe. Das möchte ich euch in einem extra Video nochmal genau erläutert zeigen. Dann ein Riesenthema ist, wie bekomme ich dann aus dem gefärbten Stück Holz dann ein stabiles Holz. Ja, ich zeige euch dann nochmal genau detailliert, wie ich stabilisiere, wie man also ein Stück faules Holz wieder brauchbar macht und ganz tolle Blanks draus zaubern kann. Dann möchte ich ganz gerne auf das Thema Schmuck nochmal eingehen, also wie ich einfach diese tollen Schmuckteile aus nichts gedreht habe und anschließend halt eben so schöne Schmuckteile kreiert bekomme. Das möchte ich ganz gerne einfach nochmal von A bis Z mit euch durchgehen, damit ihr das mal genau sehen könnt und nachmachen könnt. Ja? Dann geht es weiter mit den Reben. Ich habe also hier schöne Weinrebe und die bringe ich dann auch ins Harz, um anschließend einen schönen Öffner zu machen oder irgendwas in der Richtung, was ein bisschen dicker ist. Vielleicht ein Brieföffner oder so. Das kommt in einem extra Video. Dann habe ich hier, wenn wir bei dem Schmuck bleiben, eine tolle Serie, wie man halt aus dem ganz normalen oder aus schönem Olivenholz zum Beispiel solche Armreifen hier machen kann oder einfach mal hier so einen ganz tollen Ring mit einem kleinen Inlay aus Steinen. Das habe ich also im Programm und dann nichtsdestotrotz noch was ganz, ganz Neues in meiner Ecke hier. Und zwar habe ich schöne Herzen kreiert mit Steampunk und Gold. Ich gehe mal ein bisschen an die Kamera ran, damit ihr die mal sehen könnt. Das ist so meine neueste Kreation und da möchte ich euch gerne mal zeigen, wie das einfach funktioniert. So sieht zum Beispiel der Rohling aus, bevor er geschliffen ist. Und wie ich das Ganze dann mache, halt eben mit meinen Silikonformen. Und ja, das ist so mein Thema in den nächsten Wochen. Ich habe mir natürlich überlegt, dass als kleines Dankeschön dann auch eine kleine Verlosung stattfindet. Das heißt also, derjenige, der zufällig oder beziehungsweise im Zufallsgenerator die nächsten Videos alle brav anschaut und sie auch gerne mal weiterlinkt oder teilt, der hat die Chance, hat eben eins von meinen schönen Herzen hier als Rohling zu gewinnen und die werde ich dann einfach dann Zufallsgenerator auswählen und ihn dann persönlich anschreiben und der kann dann halt eben sich so ein schönes Herz davon machen. Ja, und dann möchte ich ganz gerne am Schluss nochmal ganz kurz die Firma danken, die mir das Ganze überhaupt ermöglicht hat, mit den tollen Harzen halt eben von der Firma Fiberglass Discount, die also durch die ständige Weiterentwicklung ihrer Harze und die ständige Produktverbesserung einfach ganz, ganz tolle Epoxidharze auf den Markt bringt und die ich halt eben auch nutze und sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Die Ergebnisse sind also traumhaft. Da auch mal noch ein Dankeschön für die tolle Arbeit und die Weiterentwicklung. Und ja, das war mal so ein kleiner Schwank durch das, was ich vorhabe. Beginnen werde ich heute ganz relaxed mit dem Färben von den einzelnen Hölzern und stabilisieren. Das ist so mein Ziel. Ja, mit dem Färben geht's los. Wie bekomme ich nun die Farbe ins Holz? Das ist das erste Video, was ich euch zeigen möchte. Und gleich im Anschluss daran kommt das Folgevideo, wie ich von A bis Z das Ganze angehe. Ja, dann viel Spaß dabei!